Ja, hallo und herzlich willkommen hier, Teil 58 unseres gemeinsamen Let's Plays zu The Evil Within. Hallo Kirby. Shalom. Shalom. Boah, meine Güte, was war das für ein Teil das letzte Mal? Ja, das war eine Dreiviertelstunde fast. Cleverig. Genau, ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich hier raus, ne? Ja. Mal sagen wir haben tschüss. Den Kraken besiegt. Genau, ich check mal eben ganz kurz nochmal unsere Ausrüstung. Inventory. Ach, guck mal, das sieht gut aus. Also, das sieht gut aus. Das alles andere sieht nicht so gut aus. Ah, guck mal, hier haben wir noch... Nee, haben wir auch nicht. Meine Güte, wir haben nirgends, wir haben nichts. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück, ein ganz kleines Stück, weil wir haben, seitdem wir die Schaltung da benutzt haben, haben wir nicht geguckt, ob vielleicht hinten noch irgendeine Tür aufgegangen ist, die vorher zu war. Ja. Das könnte man ja theoretisch noch mal ganz schnell machen. Gute Idee. Weil wenn da nichts ist, ist ja nur eine Kurve quasi. Genau, da meinst du da hinten, ne? Da hinten links, ja, ganz am Ende. So, lauf. Also wahrscheinlich ist da nichts aufgegangen, aber es kostet uns ja jetzt nichts, mal eben zu gucken. Genau. Das war der Raum. Ja gut, da gibt es gar nichts mehr, was hätte aufgehen können. Schade. Ja, echt schade. Naja, ein Versuch war es wert. Weil genau. Da stand ja irgendwie Supply halt auf dieser ja, Map. Genau. Und da dachte ich, vielleicht gibt es ja so einen Raum. Ich geh mal ganz kurz nochmal hier gucken. Oh, juhu, ob ich hier wirklich nichts vergessen habe. Ach, der ist wieder mit seiner Ausdauerfisch am Ende. Der alte Raucher. Ich glaube, nee, er sieht... Leider echt nicht. Kratzekahl den aus. Raum, den ich vermutet habe, gibt es auch nicht. Gibt keine guten Nachrichten. Nee, Bammer. Ich dachte echt, das wäre eine Möglichkeit, als diese kleinen Viecher immer wieder... Ja, aber ich meine, letztendlich braucht man fast 2 Schuss, bis man einen platt hat. Dann verliert der 3. Dann ja. Mal kriegt man einen gar nicht platt. Das ist halt irgendwie... Mischmädchenrechnen. Wieso geht das wieder nicht? Hallo? Muss ich jetzt nochmal kurbeln? Ey, nee. Muss ich jetzt etwa nochmal den Endgegner machen? Was? Das kann doch nicht sein. Nee, ist doch offen jetzt alles. Ist gut, du kannst jetzt zum Aufzug. Ach, Gott sei Dank. Boah, ich hab mich gerade... Oh, was ist denn da los? Guck mal, Supply. Yes! Totally go high on your own supply. Hehehehe. Das freut mich jetzt aber. Mich auch. Hui. Wow. Das war ein schönes Zimmer. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Guck mal, wir sind schon richtige Miesmacher, ne? Ja. Hier gibt es ja alles anders, dann gibt es keinen Supply-Raum. Ja, aber mal wirklich. Also müssen ist jetzt ja, bestimmt ist ja, den Endgegner nochmal neu machen. Ist ja nicht so, als wäre es nicht, als wären wir hier verwöhnt worden von dem Spiel die ja, letzten stimmt. Male. So, ich glaube, das war's. Sah gerade aus, wenn da Füße rausgucken da unten, aber das waren die Rohre. So, steht hier noch irgendwas, was wir lesen sollten? Anscheinend, augenscheinlich nicht. Obviously not. Gut. So. Ein in der Aufzug. Jetzt aber den Hebel. Dann schließen wir bestimmt das Kapitel ab. Ja. Schießen das Kapitel ab. Ja. Always be prepared. Was ist die mal für komische Lastenaufzüge? Wir haben überhaupt keine Wände. Ach so, ja, ja, hier muss springen. Ich raus. Ja. Guck mal, es geht auf, ist ja ein Service. So. Ich bin ja kein Freund von Aufzügen, ne? Platzangst und so. Ja. Ich musste letztens mit einem fahren. Das ist das Allerschlimmste, finde ich, wenn die während der Fahrt total ruckeln und rappeln, total langsam fahren, dann hörst du diesen Endruck und dann geht die Tür erstmal nicht auf. Und dann kann man so bis 6 zählen oder so und dann geht die Tür auf. Und währenddessen habe ich einen See unterm Arm. Ja, so kann man mich im Alltag quälen mit sowas. Guck mal, hier kann man rausgucken. Ja. Oh, Statuette. Haha. Ein Fenster. Ein bisschen da rein. Ja, ein Körper. Genau. Eigentlich ja, also könnte man im wahren Leben könnte man das, aber der doch nicht. Ja, naja. Der Stiffi. Vielleicht die erste kluge Handlung von Sebastian Castellanos. Hä? Moment, da müssen wir aber lang. Da willst du da nicht. Irgendwie müssen wir da lang. Somehow or another. Nee, some way or another. Ah, guck mal. Dann gehen wir doch einfach mal hier, ne? Jo.
Oh, ich will erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Also da kann man rein. Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie diese blauen Typen von Bloodborne. Moment mal. Aber guck mal, das ist die Bahn, zu der wir wollten. Das wäre echt der ultimative Kick für alle Hardcore-Gamer, wenn sich irgendwann anfangen würden, die Spiele, die man spielt, zu verbinden. Ja, so Crossovers, aber ja, nicht so wie Layton und Phoenix Wright. Nee, einfach so generell, wie dann merkt die PlayStation, okay, wir spielen das und das, dann zieht sich die so alle. Zieht sich das Gegnerdesign. Genau. Wow. Und macht innovative Spiele. Hier hat auch einer innovative Spiele gemacht. Mhm. Obwohl, so innovativ ist das nicht, das kannten die Römer schon so. So, mittlerweile weiß man ja, wo die Dinger hier liegen, ne? Ich habe gerade was gehört, ja. Der wird ja nicht da runterkommen. Eine Blutspur auf dem Boden. Wie immer. Oh ja, ich glaube, das ist aber Seide. Wahrscheinlich. Oh, warte mal. Oh. Wow. Der ist neben Brett. Voll. Da voll. Ja, vorne ist voll. Kannst du nicht mehr lang. Nach hinten gehen. Oh nein, der Rubik kommt. Finde ich nicht gut. Oh, oh, oh. Ist ja auch voll. Nein. Was wir jetzt machen? Mhm. Ganz einfach. Ich gehe hier raus. Nee. Ja? Das sieht auch gut aus. Hier was? Ein Bottle. Nicht. Kann man nicht mitnehmen. Ist auch nur zur Zierde da. Die gut, Musik und so, ne? Das ja. Ist nicht grausam. Mit mir direkt die Nase. Kommt einer hinter uns? Nee, wir werden nicht verfolgt. Bis jetzt nicht. Da kommst du nicht mehr rüber. Doch, da komme ich rüber. Genau. Na los. Aha, hopp. Oh! Schade. Oder geht? Ja, aufgegeben. Vielleicht hier. Der Verstand löst sich sowieso gerade in seine Bestandteile auf. Also er will uns was zeigen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Wahrheit alle an dieser Apparatur hängen, die wir auch da in der Traunland mal gesehen haben. Ah. Diese Kopfdinger sitzen wir gerade irgendwo alle in so einem Keller. Alle, die da aufgetaucht sind bis jetzt. Diese Badewannen. Genau. Und sind an denen gekoppelt. And he can't take it anymore. Okay, hier ist nichts mehr. Eieieiei, hier steht doch nichts dran. Schwump. Da ist doch die Apparatur. Da ist es doch. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh. Aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Die mit dem Hummer. Oh, ich sag ja, dieser Anthony Hopkins Typ, der ist auch eine ganz schöne Drecksau. Oh nein. Willst du jetzt Mitleid von mir? Ja, ein bisschen. Oh Gott. Okay, 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 okay. Okay, ich muss laufen. Jetzt alle hinter mir? Ja. Ah, verdammt, 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 verdammt. Wow. Okay, dann halt so. Ja, wir brauchen ein bisschen dickere Wummen. Das kommt halt noch irgendwas mit drei Zähne machen. Ja, ja. Ach, er muss den Stecker ziehen. Genau, ne? Genau, ich muss den Stecker ziehen.
Ich wollte nicht sagen, es ist eigentlich bewaldete Streichholzkultur. So. Hey. Go down. Cool, der hat auch noch Shotgun-Munition. Nehme ich mir nochmal schnell. Kapitel überlebt. Ja, sauber. Ja, würde ich mal sagen, nächstes Kapitel, oder? Keine Zeit verlieren. Ja. Das Speichern tut er ja eh. Genau. Ne, das ist dann nur manuell nicht. Ja. Ja, außerdem war jetzt auch, würde ich sagen, nicht so was Schwieriges bis dahin. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Oh. Ich würde auch sagen, das ist das finale Kapitel. Hört sich so an, ne? Ich habe mich auch nicht zu sehr gespoilert, aber ich meine, das am Anfang irgendwie gehört zu haben, dass das 15 sind. Oder es kommt noch ein Epilog. Ja, maximal. Das kann natürlich auch sein, wie bei Killzone beim letzten, ne? Mhm. Ah, Kidman. Wirkt alles friedlich, ne? CB202, was soll das sein? CB202. Oh, guck mal da, wir hängen an der Maschine auf jeden Fall. Ja, das sind laute Abteilungen auch, siehst du das? Guck mal, das ist der Sebastian. Oder Joseph. Nee, Sebastian. Das sind wir. Oh, wir erschießen uns selbst. Und wieder die Irrenanstalt. Wir haben noch einen Schlüssel. Ach ja. Hä? Also. Warum tut er nichts? Okay, ich kann nicht rennen. Ich bin verwirrt und gucke nach links und rechts. Da passiert auch irgendwas. Das ist nicht einfach nur das Kellergewölbe. Da ist jetzt irgendwas. Die Tür war noch nie zu, zum Beispiel. Es sind auch neue Sachen an der Wand. Der Stuhl ist auf jeden Fall niemand mehr. Sind wir nämlich vermisst. Nee, das ist eine Frau. Vermisst. Vermisstes Mädchen. Vermisst. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Alles durchgeradiert. Ja. Oder durchgestrichen vielmehr. Das ist seine Tochter. Hier ist Lilly. Lilly, ne? Okay, hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir jetzt schnell noch gucken, ob wir den... Wir haben auch ziemlich viel Glibber jetzt wieder gefunden. Und vielleicht kommen wir auch nicht mehr wieder. Also was soll's. Letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn wir irgendwas Blödes machen, also auffüllen, ist egal. Wobei uns da Dying Light ja auch schon das Gegenteil bewiesen hat, weil da findest du nämlich auch manchmal Dollarnoten in Untoten. Ja, das stimmt. So, wo möchtest du? Oh, letztes Mal lag ich so falsch. Mach du mal. Wir brauchen dringend Munition. Mach mal hier den hier. Mach mal hier den in der Ecke. Na, immerhin. Was ist das? Ein Pfeil. Vier Elektropfeile. Schön. Super. Dann kann ich die direkt mal ausrüsten. Genau, und dann kannst du noch einen mitnehmen. Genau, so, zack. Pachin, komm, so, alle kann ich alle mitnehmen. Super, dann gehen wir nochmal auf den Stuhl. Immerhin war es jetzt mal Munition, das ist auch schon mal super. Ja, absolut. Und diese Schockpfeile sind ja wenigstens auch richten auch Schaden ein bisschen, an. Ne? Und richten Schaden genau, an. Genau. Wir haben echt so überhaupt keine Energie. Ey, ja? Mach die Tür auf. Wir müssen auf den Stuhl. Aber warte mal, von der anderen Seite konnten wir dahin. Ja, hoffentlich. Oh Gott, dann passiert bestimmt irgendwas. Es hört sich an, als irgendwas. Wenn du über Scherben gehst. Das sieht doch alles voll Scherben. Die Tür steht offen da. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März. Ermittler PHI erfüllen. Sie wissen, warum Sie hier sind? Detective Castellanos, weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Castellanos, wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigungen hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Castellanos, da sind Sie nicht die Einzigen. Ja, wieder, was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug heraus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist.
Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Ja, gutes Gespräch, aber... Oh. Ruvik? Wow. Leslie. Schnell mal, schnell, schnell. Ich will sie noch hier drauf. Gruselig alles. So. Was soll ich denn noch machen? Ausdauer kann man nicht mehr, ne? Ich glaube, Fitness können wir nur noch Nahkampfschaden, aber den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, der Schadensmultiplikator ist abgeschlossen. Schrotflinte? Ja. Warum nicht? Perfekt. Feuerrate von der Schrotflinte, Nachladegeschwindigkeit. Machen wir die Feuerrate mal. Kritischen Treffer nehmen wir nicht, ne? Nee. Und dann nehmen wir hier noch die Spannungsgeschwindigkeit, wolltest du, ne? Ja. So, sieht doch ganz gut da aus. Da können wir noch mehr. Achso, das ist die aber. Ich probiere mal bei der Shotgun. Guck mal, können wir die Feuerrate noch. So, super. Wir haben keinen Lebensstand. I feel not so good. Nee, wir haben auch keine Spritze. Nee. Hetzen. Der Leslie. Pass auf. Ey. Abschalt. Leslie. Alles wird gut. Hier lang. Der arme Junge. Alright, so you're leid. Right. Was für ein Albtraumleben der hat. Mal ganz kurz. Sehr gut. Ne? Achso, guck mal, wir sind hier echt noch im Zellentrakt. Ja, aber sieht nur wieder ein bisschen gepflegter aus. Total modernisiert aus, ja. Okay. Ich komme, Leslie, warte. Ich bin nicht so fit zu Fuß. Hey, warte! Boah, was für Ziertische das denn sind. Guck mal mit diesen. Was ist denn hier? G278. Ja, guck mal mit den Rillen, richtig zum Ausbluten. Wow. Oh, widerlich. Ist hier nichts für uns dabei. Nicht, dass wir irgendwie noch mal was einsammeln dürfen. Vielleicht geht es im Moment auch nicht so drum. Nee, das soll dir was gezeigt werden, eher. Leslie? Eieiei. Ich habe zu viel getrödelt. Ich hoffe ja, dass im letzten Kapitel vielleicht die Realität eher das Grauen ist. Okay, Abwasser. Es wirkt doch hier schon alles sehr real, ne? Ja. Boah, aber überleg mal, wenn das hier alles in dieser Klinik dann ist. Ganz schön krass, ganz schön hoher Betrieb. Ich guck eben nur in die Ecken, ne? Ja. Wie ist das? SH-842. Okay. Willkommen in der Umbrella Corporation. Ja. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Ja. Und der Leslie macht sich jetzt den Spaß und kurz bevor wir da sind, macht er die Tür zu. Ich glaube, der hatte noch nie Spaß. Unsere Energie macht mir echt Sorgen. Ich habe eben auch gedacht, ich glaube, dass erst der nächste Kampf losgeht, wenn wir eine Spritze finden. Das hoffe ich. Ist hier nichts? Nein. Okay. Also auf die Fässer würde ich auch nicht hauen. But I'm just saying, ne? Man scheint auf jeden Fall hier gebrannt zu haben. Weil die Sprinkler angehen. Sieht doch so rußig aus, die Seiten. Ja, der Laden Seiten. Stürzt ein. Sebastian! Leslie! Wow. Ich dachte, wir müssen eine andere Seite. Zu spät. Oh. Oh. Also, wenn der mal nicht Kopfschmerzen hat. Gut animierte Haare.
hat man selten. Bestimmt drei Wettertaft gepflegt. mir ist nicht so gut. Oh, wir sind wieder da. Aha. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Da ist die Nervenklinik. Wie die auch immer diese Kliniken darstellen, das sind immer so alte, wie aus wie so alte Schlösser oder sowas, ne? Das ja, ist nie einfach so ein 80er-Jahre-Bau oder so. So, Kontrollpunkt. Leute, ich würde auch sagen, hier beenden wir diesen Teil und bei diesem halben Hakenkreuz. Ja, wollte ich auch eben sagen. Das sieht echt so aus. Peace. Halt mal in die Luft sprengen. Ja, wir verabschieden uns auf jeden Fall und im nächsten Teil werden wir gucken, was die Beacon-Nerven-Heilanstalt noch für uns für Geheimnisse bereithält. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.